Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und wieder gibt es eine wunderschöne Runde League of Legends. Ja, wieder einmal Lulu. Ich glaube, ich habe damals einfach die Meta für Leona gelegt, weil Leona wird, witzigerweise, ich wollte Leona picken und von meinem eigenen Team wurde Leona gebannt. Gut, ich war Last Pick, aber ich habe noch gefragt, ja, was willst denn du haben? Und Kamillentee habe ich sogar, aber, ja, ne, die meinte lieber, ne, ich bann lieber mal Leona, anstatt mit mir einfach zu traden. Fand ich ein bisschen schade. Ich hab's ja auch noch geschrieben, dass kein Problem ist, dass ich Camille extra für sie gepickt hätte. Ich hab's ja auch gepickt. Aber gut, okay. Und das Gegnerteam hat auch Leona gebannt. Also von daher hätte ich Leona eh nicht spielen können. Wie schon gesagt, ich glaube, ich habe einfach damals mit Marcel, Grüße gehen raus, mit Marcel damals die Meta gelegt. Ich war schon in mit Leona vor der Meta, da siehst du mal, ey. Gut. Aber Lulu macht ja gerade eben ein bisschen Spaß. Und ich sollte mal sagen, gegen was für ein Team wir spielen. Gegen Yummy 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 Yummy, Yumi Yummy. Gegen Jin Jin Jin. Asia Imbiss, Shiwana und Darius können ein bisschen. Ich hoffe, Anti-Heal wird gebaut. Aber ey, gegen das Team ist es ganz gut, Anti-Heal sogar zu bauen. Ich lege Taten an. Und ich habe gerade in der Küche, während der Aufnahme, aber ich werde mich zusammenreißen. Ich habe eine Hornisse in der Küche. Ich weiß nicht, ob ihr die hört, aber ich müsste eigentlich die Mikrofoneinstellungen so haben, dass ihr sowas eigentlich nicht mitbekommen dürft. Normalerweise würde ich jetzt, und das ist leider Real Talk, aufstehen, Panik bekommen, meine eigene Wohnung verlassen. Ich behalte einfach in Auge die Hornisse. Wenn das Vieh jetzt natürlich gleich hierher kommt, ja. Bin ich erstmal dann weg vom Fenster. Also, dann lasse ich die Aufnahme einfach laufen. Und werde gucken, dass ich mich erstmal um die Hornisse kümmern kann. Ich finde das auch immer so übelst cool. Es gibt ja die japanischen Riesenhornissen, ne? Ich habe immer so das Gefühl, die wandern irgendwie gerade nach Deutschland aus. Weil das Ding, das könnte auf meine Handfläche drauf summen. Und ich würde meine Handfläche nicht mehr sehen. Nee, so groß nicht, aber ist schon ein Monstrum. Scheiß Ding. Ja, und ich muss panisch immer zur Seite gucken, weil ich Angst habe, dass das Ding irgendwie auf die Idee kommt, zu mir zu kommen. Ich weiß nicht, ich habe es euch ja auch schon mal in der Real-Life-Story erzählt. Ich habe einfach panische Angst. Es gibt ja so einen Schmetterling, der sich zur Aufgabe gemacht hat, um vor Raubtieren, Raubtieren besser gesagt, ich komme gerade hier auf das Wort. Von natürliche Gefahren. Ich komme gerade echt nicht auf das Wort. Ihr wisst, was ich meine. sich zu schützen. Und da gibt es so Schmetterlinge, die sehen aus wie Hornissen. Ihr wisst gar nicht, wie ich vor 3 Wochen habe ich so einen Schmetterling hier unten gehabt. Wie ich da gerannt bin. Bis ich dann mitbekommen habe, okay, ja gut, okay. Ich sehe ja nur einen Schmetterling, ne? Bleib da! Schwör's dir! Ich bin eigentlich kein Tierquäler, kein Tiertöter, aber. Nee, hab ich jetzt nicht. Scheiße, ich habe eigentlich gerade mein Deo hier hingestellt. Zum Selbstschutz. Ich will einfach nur, dass es. Von mir aus kann die Hornisse leben. Die kann machen, was sie will. Alles. Die kann wirklich alles machen, was sie will. Solange die mir nicht auf den Sack geht. Ne? Gerade Hornissen, Bienen sind ja sehr wichtig für unser Ökosystem. Man darf ja auch nicht einfach jetzt irgendwo, wenn man an der Hauswand ein Nest hat, darf man das ja nicht einfach zerstören. Das kostet, glaube ich, in Deutschland 50.000, wenn das jemand mitbekommt. Da ja gerade auch momentan durch die ganzen Pestizide und sowas auf viele solcher tierischen gerade ausstirbt und wir brauchen das ja für unser Ökosystem. Gerade für die Blumenbestäubung und sowas. Sind schon wichtige Tierchen. Gerade so, es gibt ja die Honigbienen.
Was macht der da? Was macht der da? Der ist dumm? Ne, der ist nicht dumm, der ist klug. Alter! Hör, was hat der? Der Tower hat mir ja jetzt wirklich die Seele weggeböllert. Okay, dann gehe ich mal kurz back to the Slums. Ich sehe die Hornisse nicht mehr. Egal. Ja, wenn sie mich halt totstechen sollte. Ich weiß, das tun Hornissen nicht, aber keine Ahnung, wieso ich immer solche Filme schiebe. Aber das ist genau der Unterschied, ne? Ich glaube, ich habe damals einfach zu viele Filme geguckt hier von wegen, es gab's ja mal, ach, der ist aspach alt, gab's ja auch mal einen Film, so Killer Bee, ne? Es gab's ja auch einen Mythos, der mal entstanden ist, auch durch die Filme, mit Killer Hornissen, was totaler Schwachsinn ist, oder Killer Bienen, gerade so die Honigbienen, die aus Sachsen kommen, gerade die Honigbienen sind ja eigentlich ganz, ganz friedfertige Tiere. Bis die mal zustechen, da musst du die aber wirklich richtig krass provozieren. Und selbst dann, ich glaube nach 200 oder 300 Stichen, selbst dann wird es erst bei den Erwachsenen wirklich richtig kritisch. Und ich habe mich gerade gekratzt. Scheiße, das war jetzt gerade echt mein Fehl. Ich habe mich gerade gekratzt. Das war wirklich jetzt gerade mein Fehl. Die kratzen gerade meinen Bart. Bestimmt, weil die Hornisse gerade hier hängt. Damit aber. Du. Da Pullen offen. Aber Jin und Yumi ist auch eine ganz schöne Lieblingskombo, ne? Ich könnte mir Yumi ganz gut mit Jinx eigentlich vorstellen. Lol. Wir hätten das Yumi nicht getroffen. What the fuck? Ich habe mich ja kaum bewegt. Oh ja, Höllendrache. Oh ja. Da wäre ich doch dafür. Ah, Diana callt uns, dass in 11 Minuten 16 Baron da ist. Das ist echt der Oberhammer. Da müssen wir hin und machen. Das ist nicht mehr so, so lang. Müssen wir jetzt schon auswarten und jetzt schon uns dahin stellen. Danke, Diana. Sehr nett von dir. Oh, das war dumm. So, die haben alle... Aua. Die haben jetzt alle Fähigkeiten eingesetzt. Oh, ich bin irgendwie gerade... Wenn ich... Sorry, aber das, ich bin gerade komplett lost, ne? Wenn ich im Hintergrund das scheiß Gesumme die ganze Zeit höre, kann ich mich einfach null konzentrieren. Null konzentrieren, okay, das war vorherzusehen. Da kann ich mich null konzentrieren, ohne Scheiß. Ich bin gerade absolut lost. Das ist scheiße gerade. Das Gesumme und wenn ich da den Kopf sehe, das ist so ein Kopf. Das Vieh mich anguckt, von wegen, ja, ich fress dich klein noch. Das ist halt das. Geht gar nicht. Ich hol mal. Und Pingi. Switch schon mal. Ja. Gut. Biete ich mich mal ein bisschen.
Also tut mir echt leid jetzt für die Runde, aber also, ne, ich versuche mich zu konzentrieren. Also was ich vorhin auch noch sagen wollte, ne, es gibt dann wirklich Leute, die haben, ja, schade. Es gibt dann wirklich Leute, die haben Angst vor Schlangen, haben Angst vor Spinnen. Das ist gar nicht. So Schlangen, Spinnen finde ich total faszinierende Tiere. Also total geil. Total geile Tiere. Da hätte ich lieber irgendwie eine Wohnung voller Vogelspinnen. Weil Vogelspinnen beißen eines, glaubt ihr mir gar nicht. Oder zum Beispiel die schwarze Witwe. Könnt ihr gerne mal Dokus drüber angucken. Bis die mal beißen. Eher bauen die sich, wenn ihr die auf der Hand habt, die schwarze Witwe, eher bauen die sich ein Dings auf, ein Netz auf. Aber bis die mal beißen, das dauert noch länger, als wenn mal wirklich so ein Schwarm Bienen angreift. Da kenne ich sogar einen amerikanischen Kanal, den gucke ich ganz gerne. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Der lässt sich sogar gerne mal von schmerzhaften Tieren und sowas beißen. Ja, sorry, das ist gerade, keine Ahnung, kann mich absolut nicht konzentrieren, das ist gerade so kacke. Na gut. Wird für mich eine absolute Lost-Runde, außer scheiß Ding da hinten verpisst sich einfach. Wenn sich einfach das scheiß Ding da hinten verpisst, da kann ich mich auch auf das Spiel konzentrieren, man, mehr verlange ich doch gar nicht. Weil ich habe beide Kopfhörer auf, ne? Und ich höre trotzdem das Summen, als das Vieh jetzt... Keine Ahnung. Als Vieh neben mir wäre. Na ja, gut. Ist halt jetzt so. Muss ich irgendwie mit klarkommen. Sollten mal zum Asia-Imbiss gehen. Wir sollten mal in die Mitte gehen. Sehr schön. Piss dich, Mann. Kacklamm. Entschuldigung. Zum woanders rum. Ich habe echt das Gefühl, dass die japanischen Riesenhornissen wirklich langsam nach Deutschland kommen. Habe ich sogar mal einen Artikel gelesen. Ist aber schon ein bisschen länger her. Wow! Au! Und das? Mutti! Raus aus der Ulti! Oh! Hi! Der Witzkammer! Von wem kam denn das jetzt? Das war doch bestimmt die Killerhornisse. Das war ein Stich. Ich geh mal kurz back. Ich will nicht einfach noch mehr Free Kills geben. Muss nicht unbedingt sein. Wie schon gesagt, wenn das Vieh da hinten sich nicht von meiner Küche verpisst, werde ich eh nicht so hilfreich jetzt sein. Okay, Darius haut ab.
Und Mid Tower ist gefallen. Bot geht noch. Sehr nice, sehr schön gemacht. Ach komm, ach, lass mir doch wenig. Ah, sowas finde ich immer so unfassbar nervig. Sowas finde ich echt ein bisschen nervig, wenn die mir noch nicht mal die 30 Gold lassen. Ich finde das ist hart lächerlich irgendwie. Wenn die mir wirklich sogar die 30 Gold irgendwie snacken. Das muss doch nicht sein. Lass mir doch wenigstens... Ich hab's kaum Goldquellen. Dann lass mir doch wenigstens... Kamillentee, die ist unfassbar gut, ey. Muss ich schon mal sagen, ne? Die kann ihren Champ. Sehr nice. Sehr, 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 sehr nice. Wunderbar. Klaunisse, verpiss dich! Arriba, arriba! So, ich bleibe mal bei Yasuo ein bisschen. Der clearet hier ganz schön gerade Gegner. Ja. Kamillentee hat richtig Bock, ey. Oh, fuck! Ah, fuck, das habe ich nicht gesehen. Ah. Das war dumm. Das war ein bisschen dumm. Diana, die hat auch mehr Luck als Verstand. Aber gut. Ja, überlegt, ne? Von den 9 Devs sind 3 Devs von mir, ne? Das ist so krank, das Team gerade. Also mein Team. Das ist der Hammer. Hab ich schon gesagt, also gut, das war jetzt ein bisschen ein Fail, aber. Habt ihr mal eine Killer-Hornisse bei euch in der Wohnung? Da werdet ihr auch. Könnt ihr auch nicht mehr euch auf das Spiel konzentrieren. Ich werde mal zu Yasuo kommen. Hab ich Yasuo gesagt? Meine ich natürlich nicht. Ding Sau mit Kakao.
So, Free Baron. Sehr nice. Sehr, 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 sehr cool. So, saven. Immer ganz wichtig, Baron, immer saven. Vergessen immer sehr viele. Nach dem Baron fighten die meisten dann und dann verkacken die. Ich save dann doch lieber ganz gerne. Wie schon gesagt, habe ich schon tausendmal jetzt gesagt, auch wenn der Baron vielleicht nicht unbedingt was bringt, aber man snackt den ersten Mal weg. Uns bringt ja natürlich jetzt gerade was, weil wir sind jetzt gerade eben Vorteil, was den Push angeht. Ja, komm, nimm das Geld. Jetzt auch egal. So, Uldi. LOL. Wer will denn jetzt... Ach, Kamillentee aufgeben, krass. Ah, sehr schön. Ich weiß nicht, ich denke mal, das war jetzt eher ein kleiner Joke. Oder weil die jetzt gerade wieder verreckt ist. Kann natürlich auch sein. Ja, okay, das ist mehr als GG. Sehr schön. Und noch ein Kill, das zusätzlich bekommen. Sehr schön, ja, sehr nice. Am Ende noch ein paar Assists gemacht. Sehr schönes Team. Ich war jetzt wirklich ein bisschen useless. Und ja, wir sehen uns definitiv dativ akkusativ im nächsten Video. Und ich kümmere mich jetzt mal um Dionysos, die aus meiner Wohnung verschwindet. Also bis dahin, haut rein und tschüss.